Hier ist Extra 3, die einzige Satire-Sendung mit Christian Ehring. Hallo, herzlich willkommen. Willkommen zu Extra 3. Vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen. Willkommen zum Irrsinn der Woche. Es ist Mittwochabend. Hier ist Extra 3. Ja, es war keine leichte Aufgabe, die Verteidigungsminister de Maizière von seinem Vorgänger übernommen hatte. Und viele haben sich gefragt, würde er es schaffen? Würde er es schaffen, Guttenbergs schlampig geplante Bundeswehrreform ebenso schlampig zu Ende zu bringen? Sagen wir mal so, er tut, was er kann. De Maizière redet zumindest Tacheles. Das muss man ihm lassen. Ja? 31 Bundeswehrstandorte sollen jetzt geschlossen werden. Davon alleine 14 im Norden. Aber was passiert nun mit Orten wie Hürup, Schwanewede oder Trollenhagen? Nein, es ist nicht lustig. Was passiert da? Wer kurbelt jetzt da die Konjunktur an, wenn die Soldaten nicht mehr da sind? Wer kotzt die Regionalzüge voll? Darauf weiß der Verteidigungsminister leider auch keine Antwort. Der Satire-Standort Extra 3 bleibt übrigens bestehen. Wir sortieren weiter für Sie den Müll der Woche und sind damit auch schon beim Thema des ersten Beitrags. Müll. In Rostock kann es sehr mühsam sein, wenn man seinen Hausmüll loswerden will. Die Müllabfuhr kommt zwar, aber nicht immer bis vors Haus. Daniel Sprenger berichtet. Willi Kuba stellt seine Mülltonne raus. Denn heute wird in Ziesendorf der Müll abgeholt. Allerdings nicht direkt vor der Haustür, sondern ein bisschen weiter weg. Genau genommen sind es 700 Meter. Aber der 68-Jährige ist ja nicht alleine auf dem langen Weg. Bisschen Ballett heute. Sein Nachbar Siegwart begleitet ihn beim Tonnenschleppen. Was sollen wir sonst machen? Die Müllabfuhr jedenfalls nicht. Denn für die breiten Müllautos ist diese Straße zu schmal, sagt der Landkreis. Eine Straße muss 3,55 Meter breit sein. Schmalere Straßen werden halt nicht angefahren. Die Straße ist hier 3,20 Meter breit. Einfach zu wenig. Deshalb müssen die Anwohner die Tonne selbst zum Bereitstellungsplatz bringen. Ich zahle die gleiche Gebühr wie andere Leute, bloß muss immer diesen ganzen Weg nach vorne laufen. Ja, das steht in der Abfallsatzung. Außerdem, der Landkreis geht davon aus, dass Stichstraßen nicht länger als 60 Meter sein sollten. 60 Meter sind durchaus zumutbar. Es können auch 100 Meter zumutbar sein. Und hier sind es eben 700 Meter. Ist siebenmal zumutbar. Alles ganz entspannt. Und Willi hat sich extra einen kleinen Rastplatz eingerichtet. Ja, man muss eine Pause machen, mir auch. Der Weg ist lang. Ungefähr auf der Hälfte sind wir jetzt und müssen nachher noch die andere Hälfte hoch bis zur Bushaltestelle. Das sind absolut Einzelfälle. Eben. Ähnliche Probleme mit schmalen Straßen gibt's außer in Ziesendorf nur noch in Sievershagen, Rockow, Mantelshagen, Wiendorf, Wichmannsdorf, Schwan, Wiendorf, am Salzhaft und in Kösterbeck. Nach einer halben Stunde Spaziergang haben die beiden Ziesendorfer auch schon den Bereitstellungsplatz erreicht. Ja, nun haben wir es ja bald geschafft, ne? Tja, und nächste Woche kommt dann die blaue Tonne dran. So viel Krise war noch nie in Europa. Da ist es wichtig, eine Regierungskoalition zu haben, die effektiv und professionell zusammenarbeitet. Nee, falsche Formulierung. Es wäre wichtig, eine Regierung zu haben, die effektiv und professionell zusammenarbeitet. Jetzt ist gerade wieder mal die CSU beleidigt. CSU ist hier auch im Norden bekannt, oder? CSU, demnächst die größte Oppositionspartei im Bayerischen Landtag. Ja. Und Merkel hat sich ja mit der FDP geeinigt über Steuersenkungen. Und dummerweise vergessen, dem Seehofer Bescheid zu sagen. Sowas kommt vor. Man trifft sich in der Kneipe, quatscht. Ja, da sagt einer, sag mal, wann kommt denn eigentlich der Horst? Ja, wie hast du den nicht angerufen? Ich dachte, du wolltest ihn anrufen. Nein, den wolltest du doch anrufen. Nee, du wolltest ihn anrufen. Ja, okay, komm, ist eh zu spät. Saufen wir halt ohne den. Prost. Ja? So war's. Und jetzt ist Seehofer beleidigt. Hier. Und jetzt blockiert er die schöne Steuersenkung der FDP. Das Einzige, was die FDP hat, um beim Wähler zu punkten. Die haben ja immer nur die eine Leier, immer die eine Platte. Ja, hier. Steuersenkung forever. Das ist so penetrant wie damals bei Rex Gildo. Egal, wo der auftauchte, immer nur Hossa.
Ja, die FDP ist im Prinzip Rex Gildo als Partei. Genau dasselbe. Die stehen vor zwei Fans im Möbelhaus und rufen, hey, Steuersenkung. Dabei sind nach einer Umfrage 75% der Deutschen gegen Steuersenkungen. Die Bürger wollen von dieser Partei inzwischen nicht mal mehr was geschenkt haben. Das ist ein bisschen wie früher, wenn der alleinstehende seltsame Nachbar mit Süßigkeiten auf die Straße kam. Ja, und die Mutter sagte, nimm nichts von dem Onkel, mit dem stimmt im Kopf was nicht. Steuersenkung, ich weiß nicht, wir haben doch gerade das Gefühl, es ist kein Geld da zum Verteilen. Dieser neue Rettungsschirm, jetzt 211 Milliarden, jetzt verstärkt. Merkel sagt, per Hebelwirkung lässt sich damit an den Finanzmärkten 5-mal so viel Geld locker machen. Per Hebelwirkung, klingt für mich ein bisschen dubios, ein bisschen wie diese E-Mails, wie sie ihr Geld ohne Arbeit verfünffachen. Oder die fünffache Größe in nur wenigen Tagen. Denken Sie, ich krieg sowas dauernd. Keine Ahnung. Rettungsschirm, Hebelwirkung, Bankenkrise. Ja, es ist sehr komplex im Moment. Hochkomplexe Themen. Wie gut, dass wir da Wirtschaftsexperten haben, die einem das im Fernsehen alles mal wunderbar fundiert erklären können. Hier ist die Sendung mit dem Klaus. Ach und Krachgeschichten. Heute Wirtschaftsexperten. Wirtschaftsexperten sind gerade ständig im Fernsehen und erklären die Wirtschaft. Wir haben Unterstützung unserer EU-Staaten hoffen. Pass auf. Voll kompliziert. Ja, auch too big for. Diesen Begriff müssen Sie jetzt erklären. Ja, okay, omnipotent pluri. Und was machen Wirtschaftsexperten, wenn sie mal nicht im Fernsehen sind? Haben voll den anstrengenden Tag, müssen total früh aufstehen. Zum Frühstück gibt's erstmal drei Wirtschaftsteile. Natürlich mit Aktienfonds. Ist ja sonst viel zu trocken. Danach werden Wirtschaftsprognosen erstellt. Erstmal eine Stunde Kaffeesatz lesen. Guck mal, Italien ist auch bald pleite. Dann ordentlich Krähenfüße werfen. Nanu, der Aktienkurs geht ja steil nach unten. Und schnell noch eine Runde Wirtschaftswachstum gewürfelt. Oh je, nur noch 1%. Ruckzuck die Prognosen eingesteckt. Und schwuppdiwupp ab nach Berlin. Und der Kanzlerin die bittere Wahrheit aufgetischt. Dann noch schnell Panik an der Börse ausgelöst und Proteste angefacht. Kannst du erstmal schön spazieren gehen. Doof nur, klingelt ständig das Telefon. Hallo? Wollen die Politiker eine einfache Lösung für die Euro-Krise wissen? Mal kurz nachgedacht. Verstehe ich ja noch nicht mal selber. Und du? Ah, besser. Irgendwas mit Schirm und irgendwas mit einer... Hebelwirkung. Dann kurz den Politikern erklärt, was sie im Fernsehen sagen sollen. Und los. Rettungsschirm, Stichwort Hebel. Rettungsschirm? Na, klappt doch. Kann der Wirtschaftsexperte wieder zurück ins Fernsehen. Da fühlt er sich eh am wohlsten. Guten Abend, Klaus. Zur Eindämmung einer sich selbst verstärkenden krisenhaften Entwicklung mit der Gefahr von Staatsbankrotten wurde... Und nächste Woche, Merkel entschuldigt sich bei Nachwuchs für schlechte Zukunftsprognosen. Entschuldigung, 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 Entschuldigung und Entschuldigung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus. Die Sendung mit dem Klaus von Oliver Durke und Marieke Schmidt-Glenewinkel. Ja, was für ein Stress. Was für ein Stresstag für die Merkel. Heute Mittag erstmal den Bundestag abstimmen lassen, bevor sie dann heute Abend nach Brüssel fliegen konnte zum EU-Gipfel. Ganz schön nervig, so eine Demokratie. Immer nachfragen, immer das Parlament fragen. Ist auch in der Clique total uncool. Wenn Sarkozy fragt, Angie, kommst du heute Abend zur Euro-Rettung? Und sie muss sagen, weiß nicht, ich muss erstmal zu Hause das Parlament fragen. Ja? Und um 12 muss ich zu Hause sein, morgen ist Schule. Sarkozy hingegen kann sich im Moment alles erlauben. Ja, Sarkozy hat ja wirklich einen Lauf. Die Franzosen mögen ihn jetzt wieder, seit er das Baby hat. Seit ein paar Tagen ist Sarkozy wieder oben auf.
Und Merkel hätte jetzt natürlich auch gerne sowas zum Ablenken. So ein süßes, kleines Wesen mit großen Augen, das von der ganzen Politik keine Ahnung hat. Gut, sagen viele, hasse doch, ist der Rösler. Oh. Süß, ne? Ja. Okay. Für die Merkel ist es heute noch mal gut gegangen im Bundestag. Sie hat die Kanzlermehrheit. Weniger gut gelaufen ist es für eine Gruppe Rollstuhlfahrer, die vor kurzem den Bundestag besuchen wollten. Was genau da passiert ist, erklärt Ihnen jetzt Martina Hauschild und Robin Vogt. Der Deutsche Bundestag hat eingeladen zu der Veranstaltung Menschen mit Behinderung im Deutschen Bundestag. Und es haben sich ganz viele Rollstuhlfahrer angemeldet. Zu viele. Und deshalb hat der Bundestag die Veranstaltung wieder abgesagt. Ja, schade. Ich finde es nach wie vor einfach grotesk, ausgeladen zu werden. Das habe ich in meinem Leben so noch nie erfahren. Das ist ein Akt des Affronts gegen uns Behinderte, uns auszuschließen von der Situation, die für alle Bürger offen steht. Das ist so, wie wenn man eine Fachtagung für Feuerwehrmänner macht und dann feststellt, es kommen zu viele Feuerwehrmänner. Zu der Veranstaltung haben sich nämlich dummerweise über 100 Rollstuhlfahrer angemeldet. Da musste der Deutsche Bundestag aus Sicherheitsgründen leider absagen. Und schrieb, es hat uns die übergroße Anmeldezahl von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern überrascht. So viele Rollifahrer, das konnte ja keiner ahnen. Ich glaube, wir waren einfach nur dumm. Dumm und haben falsch geplant und für die Sache auch kein Herz entwickelt. Ach, so kann man das nicht sagen. Der Bundestag hat eben nur mit 30 Rollis gerechnet. Aber dazu wollte sich von der Pressestelle des Bundestages keiner äußern, denn... Das ist natürlich im höchsten Maße peinlich, was hier gerade passiert. Eigentlich sollte es bei der Veranstaltung um Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen gehen. Und eigentlich ist ja auch der Bundestag Barriere. Ups, also gehst du noch mal auf? Also fast barrierefrei. Der Bundestag will die Veranstaltung ja auch nachholen. Im nächsten Jahr. Und hat allerdings schon angekündigt, dass nur eine begrenzte Zahl von Rollstuhlfahrern teilnehmen können wird. Da müsste man nur mal überlegen, wen man ausladen könnte. Man könnte natürlich den Herrn Schäuble ausladen. Dann wäre schon mal ein Platz mehr frei. Gute Idee. Wer möchte den Platz von Herrn Schäuble? Nein, stopp. Nein, nicht so viele. Das geht doch nicht. Am Wochenende hatte die Linke ihren Parteitag in Erfurt und hat dort ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet mit 96,7%. 96,7% oder wie man in der DDR gesagt hätte, ein knappes Ergebnis. Die Kernforderung ist die Verstaatlichung systemrelevanter Konzerne. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt, wenn Gesine Lötsch demnächst Daimler übernimmt. Ne? Und wer wird Nachfolger von Ackermann? Wer führt die Deutsche Bank? Natürlich, die Sarah Wagenknecht wird's machen bei der Deutschen Bank. Ist klar. Oskar Lafontaine hat an dem Programm entscheidend mitgearbeitet. Klar, das ist ja ein Mann mit Visionen. Lafontaines politische Ideen kann man ja in drei Punkten zusammenfassen. Erstens, ich will die SPD fertig machen. Zweitens, ich will die SPD fertig machen. Und drittens, ich will die SPD fertig machen. Aber glauben Sie mal nicht, dass auf dem Parteitag alles einfach nur abgenickt wurde. Oh nein. Da wurde hart diskutiert und gerungen um die besten Lösungen. Und zwar bei praktisch allen wichtigen Themen. Geschäftsordnungsantrag dahingehend, dass ich finde, dass wir nicht einfach eine Abstimmung machen können, darüber, ob wir tanzen wollen oder nicht, sondern wenn, dann hätte ich das gerne auch richtig formvollendet. Das heißt, es wird ein Antrag eingebracht, dass der Tanzabend stattfindet mit Begründung und anschließend eine Gegenrede und dann eine Abstimmung. Übrigens, Drogen will die Linkspartei auch freigeben. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Drogen, aber nicht nur bei der Tanzveranstaltung, sondern ganz allgemein. Gut, kann man darüber diskutieren. Was ich mich allerdings schon frage, sollte man unter Drogen ein Grundsatzprogramm schreiben dürfen? Ich würde sagen, eher nicht. Die Linke will einen radikalen Systemwechsel hin zum demokratischen Sozialismus. Wir haben Stumpfi die Reportersocke nach Erfurt geschickt zum Parteitag. Und die Linken haben mit ihm geredet, mit Stumpfi. Man hatte sogar das Gefühl, sie waren ganz froh, dass ihnen endlich mal jemand zuhört.
Stumpfi will's wissen. Heute Systemwechsel. Stumpfi ist heute auf dem Parteitag der Linken in Erfurt unterwegs. Stumpfi hat gehört, ja, dass die Linke einen Systemwechsel möchte. Ja. Können Sie Stumpfi erklären, was ein Systemwechsel ist? Ein Systemwechsel ist, wenn du bei deinem MP3-Player ein völlig neues Programm aufspielst. Aha. Und was wird da so für Musik gespielt? Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Frust. Frust, ja, genau. Jetzt weiß Stumpfi nämlich immer noch nicht, was ein Systemwechsel ist. Fragen wir am besten jemand anderes. Was ist der Systemwechsel? Keine Ahnung. keine Ahnung. Aber, ich muss jetzt gut aber Stumpfi hat gehört, dass die Linke über dem Systemwechsel... Gibt's hier niemanden, der Stumpfi erklären kann, was mit dem Systemwechsel gemeint ist? Hä? Die Bank generell verstaatlichen. Na, ich denke, dass man schon auch Großkonzerne enteignen könnte. Strom, Gas, die Bahn, also die Verkehrsmöglichkeiten. Die Fluggesellschaften bitte auch. Die Atomkonzerne und auch die Versicherungskonzerne und natürlich auch die Deutsche Bank. Die Verkehrsbetriebe, die Müllversorgung. Aha. Die von den Linken wollen scheinbar alles verstaatlichen. Warte mal, Stumpfi, dann ist das... Dann ist es Sozialismus. Ja, genau, Sozialismus. Davon hat Stumpfi auch schon mal gehört. Wo hat er doch gleich schon mal ganz gut funktioniert? Er hat noch nicht funktioniert, ganz gut. Noch nirgends. Das steht bisher nur auf Papier. Der hat in dem Sinne nirgendwo funktioniert. Wo auf der Welt funktioniert denn dieser Sozialismus schon? Das wäre schön, wenn ich das wüsste. Bis jetzt nicht. Ich kann dir kein Land sagen und sage, fahr mal hin, da gibt's den schon. Wir müssen das selbst versuchen, Stumpfi. Ein bisschen mutig sein. Und gibt's da nicht das Risiko, dass er hier auch nicht funktioniert? Ja, Stumpfchen, dann hätten wir uns eben beide geirrt. Aber das glaube ich nicht. Naja, wäre ja nicht das erste Mal, dass ihr euch irrt mit dem Sozialismus. Film von Johannes Pütz und Alicia Anker. Helmut Schmidt kann ja inzwischen sagen, was er will. Es ist immer staatstragend. Helmut Schmidt ist ja ein Ritual. Helmut Schmidt ist sowas wie Dinner for One als Politiker. Ja? Und Schmidt findet, Steinbrück soll Kanzler werden. Hier sehen wir Steinbrück, ne, mit Schmidt bei Günther Jauch. Hier, es ist gerade schwer zu erkennen. Es ist, genau hier, er ist im Nebel gerade schwer zu erkennen. Das ist Steinbrück. Sein Zögling. Ja, jetzt sagt man, gut, mit Demokratie hat das nicht viel zu tun. Aber wenn Schmidt was sagt, hat das natürlich Gewicht. Und Steinbrück darf zum Beispiel sogar Schach spielen mit Helmut Schmidt. Ist ganz schön schwer. Ja, bei Schmidts Schachspiel sind natürlich inzwischen alle Figuren schwarz. Vor dem Gequarze. Die Spiele waren ja übrigens immer wichtig in der SPD. Wir erinnern uns, der Rau zum Beispiel hat Skat gespielt und hat damit gezeigt, er ist ein Taktiker, er kann aber auch mal mitsaufen, wenn es drauf ankommt. Schröder, Fußball. Ne? Damit hat er gezeigt, er ist ein Mann aus dem Volk. Steinbrück, jetzt Schach, zeigt natürlich, er hat Köpfchen. Dagegen die schwarz-gelbe Koalition, Rösler, Pofalla, Brüderle, Ramsauer, ich weiß nicht. Also machen immer den Eindruck, als bräuchte man mindestens einen Tag, um den Mau Mau beizubringen. Und, ja. Und Steinbrück, das finde ich auch toll. Der Steinbrück hat auch so was Erdiges. Ich glaube, das macht viel aus. Sein norddeutscher Akzent. Oder? Das kommt auch hier gut an. Und auch überall in Deutschland kommt das gut an. Dieses Norddeutsche, das ist, schmeckt nach hartem Kerl, nach kalter Luft, nach Landwirtschaft. Den mögen die Deutschen. Ja, weil sie denken, mein Gott, der Steinbrück, der kann wahrscheinlich die Finanzkrise auch nicht lösen. Aber er packt mit an, wenn im Bundestag mal eine Kuh kalbt. Und Per Steinbrück ist ja genau wie Helmut Schmidt so beliebt, weil er gerade kein aktiver Politiker ist. Ich glaube, die beliebtesten Politiker in Deutschland sind immer die, die gerade nicht in der Politik sind. Sowas mögen wir. Ja, so Talkshow-Gesichter. Unsere liebste Regierung wäre eigentlich das Maischberger-Kabinett. Helmut Schmidt als Kanzler, Kurt Biedenkopf als Wirtschaftsminister, Peter Scholler-Thur wird Außenminister und Rolf Eden Frauenbeauftragter. Übrigens, ich habe mir das am Sonntag komplett angeguckt. Ich habe es mir wirklich angetan. Schmidt bei Jauch beim Rauchen. Und das Gute ist, ich habe es mir jetzt abgewöhnt. War ein guter Nebeneffekt. Ich bin jetzt wirklich weg davon. Und auch Sie können es schaffen. Ich kann Ihnen sagen, ich lebe ab jetzt wirklich
komplett jauchfrei. Ich hab's geschafft. Hier. Endlich nicht Jaucher. Es geht. Wenn man will, kann man es schaffen. Was sonst noch los war, jetzt bei Abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend. Meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Ja, ist denn schon wieder Euro-Rettungsgipfel? Ja, was auch sonst. Und unsere beiden Gipfelstürmer hier scheinen richtig gute Laune zu haben. Dieses vielsagende Lächeln auf die Frage, was Italien zur Euro-Rettung beigetragen habe, gilt in Italien heute als Auslachen der Regierung. Es ist wenig opportun, Italien lächerlich zu machen. Italien lächerlich machen? Dafür sind nicht die beiden zuständig, sondern der hier. Passe mal auf, Angela. Eine habe ich noch. Italien ist, sieht man Staatsschulden und Privatverschuldung zusammen, das solideste Land in Europa, abgesehen von Deutschland. Genau, warte mal, spazze Freunde, so schlimm ist unser Schuldenproblem doch gar nicht. Italia fehlen nur... Fast 2 Billionen, das ist eine Zahl mit 12 Nullen. Kein Rettungsschirm wäre groß genug, eben diesen Gefahr eben abzufedern. Ja, da kannst einem schon mal die Sprache verschlagen. Der Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven ist bald fertig. Das bedeutet in Zukunft nicht nur mehr Container, sondern auch ein paar mehr lärmende Güterzüge, die durch die schöne Landschaft brettern. Wie viele genau, erklärt uns der nette Experte von der Bahn. Das sind 86 pro, weiß ich nicht, wie viele es sein werden. Nicht. Ich zeige Ihnen das mal an. Ah, ja? Haben Sie einen Zettel? Ja. So, schön. Wenn die Züge im 5-Minuten-Takt in die Richtung fahren, das heißt, es kommt immer darauf an, ob der Zugverkehr immer so ist oder ob da 5 Züge in die Richtung und 5 Züge in die Richtung fahren. Das kommt immer darauf an, wie der Fahrplan aussieht. Verstehen Sie? Ganz ehrlich? Nein. War sonst noch was? Ach ja, Sängerlegende Harry Belafonte war diese Woche etwas zu früh im amerikanischen Frühstücksfernsehen. Hey, good morning, Harry. Hallo. Harry, wake up. Hallo. Deo. Harry? Ja? Hallo. Wake up, wake up. Das war Abgehakt von Tobias Döll. Es stand in der Zeitung, die NPD geht unter die Hausbesetzer. Hä? Fragen Sie, Hausbesetzer? Wie, NPD, Hausbesetzer? Lassen Sie sich jetzt die Haare wachsen und hören Tonsteine scherben? Nicht ganz. Es geht um die Büros im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Und die müsste die NPD jetzt eigentlich an die Grünen abtreten, weil deren Fraktion inzwischen größer ist seit der letzten Wahl. Wollen sie aber nicht. Weil die NPD sagt, nö, unsere bisherigen Büros sind schöner. Da bleiben wir. Und wir haben uns jetzt auch gemerkt, wo sie sind. Es wäre zu kompliziert, jetzt wieder umzulernen. NPD. Ne? Man kennt doch. Ja? Man kann da schon mal ein bisschen Mitleid haben. Ich finde schon, die haben es eh schwer, die Nazis. Der Traum vom Lebensraum im Osten können sie vergessen. Müssen sie abschminken. Jetzt Büroräume im Schweriner Landtag auch, müssen sie auch abgeben. Und ganz schlimm, für den Bundesparteitag im November ist auch noch kein Veranstaltungsort gefunden. Eine Partei ohne Raum. Wenn das der Förder wüsste. Und jetzt, ring, 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 neueste nationale Nachrichten. Heute beschäftige ich mich mit meinem Lieblingsturnbeutelvergesser, dem NPD-Vorsitzenden Udo Vogt. Kamerad Vogt, man hat mir berichtet, Sie durften in diesem Hotel keinen Urlaub machen. Der Besitzer hat sich mit Ihrer Buchung nicht so wohl gefühlt. Passiert Ihnen das öfter? Mir ist erst noch nie passiert, dass einen das Wohlfühlgefühl gestört hat, wenn Udo Vogt anwesend war. Wohlfühlgefühl, Vogt? Ich würde mich wohler fühlen, wenn Sie Plumpsgesicht weniger Urlaub machen würden und dafür den nächsten Parteitag der Bewegung organisieren. Ich habe gehört, Sie wollen sich in dieser abgetakelten Turnhalle in Dessau treffen, wo sonst Rentner ihre Rheuma-Gymnastik machen. Vogt, Sie stilistischer Blindgänger. Naja, haben Sie da wenigstens alles im Griff oder gibt's noch irgendwelche Probleme? Es fehlt ein Fußboden. Wir müssen also den Sportboden abdecken lassen. Es gibt keine Verpflegungsmöglichkeiten dort. Es gibt keine Bühne.
Es gibt keine Tische und Stühle. Tische und Stühle, Vogt? Dumme Ausrede für unterbelichteter Furzbottel. Bei meinen Parteitagen gab es auch keine Tische und Stühle. Sie intellektuelle Saftpresse. Ich habe ja gehört, dass Ihnen die Stadt verboten hat, sich in der Halle zu treffen. Welche Ausrede haben Sie dagegen, nicht vorzugehen? Dass wir im Eilverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht keine allzu großen Aussichten haben, zu gewinnen. Als ich 39 in Polen einmarschiert bin, da habe ich auch nicht vorher irgendein Gericht um Erlaubnis gefragt. Vogt, wer hat Ihnen eigentlich Ihr Oberstübchen-Hohlraum versiegelt? Sie Knödelklops, Bumsbratze, Vollpfosten, geistige Ofenkartoffel, wegtreten! So. Von den Nazis nun zu einer Spezies mit einer höheren Intelligenz, den Kühen. Auch Kühe haben ein Raumproblem, zumindest Kühe in Bayern, die versehentlich in Hessen grasen. Wenn die dann wieder zurück in ihre Heimat Bayern wollen, dann haben sie Schwierigkeiten bei der Einreise. Das klingt jetzt seltsam. Janina Kalle und Eva Herbert erklären Ihnen das nochmal ganz genau. Komm, komm! Das ist Bauer Bittner. Ein echter bayerischer Bauer. Er besitzt Weideland in Bayern, aber auch im angrenzenden Hessen. Diese Kühe hier sind bayerische Kühe, die in Hessen stehen. Und deshalb gibt es Streit. Denn das Bayerische Veterinäramt hat dem Bauern Bittner und seiner Frau verboten, ihre Kühe von der hessischen Weide heim in den bayerischen Stall zu holen. Kann man nur mit dem Kopf schütteln. Aber dafür gibt es einen guten Grund, den Rindervirus BHV1. Bayern ist nämlich offiziell frei von BHV1, Hessen offiziell noch nicht. Zwar gibt es den Virus nachgewiesenermaßen auf diesen Wiesen gar nicht, aber trotzdem dürfen die Kühe nicht in den warmen bayerischen Stall von Bauer Bittner. Vorher müssten sie erst mitten auf der hessischen Weide einen Bluttest machen. Der ist aber gefährlich. Die rennen dann erstmal gegen die Wand oder draußen gegen den Zaun und nur sind sie weg. Und dann besteht eigentlich erst das richtige Problem. Nämlich 69 Kühe wieder einzufangen. Deshalb will Bauer Bittner seine Exilrinder hier im Stall testen. Aber das darf er nicht. Denn das Veterinäramt besteht darauf, die Kühe müssen auf der hessischen Weide getestet werden, bevor sie nach Bayern einreisen. Wegen der Sicherheit und dem Prinzip. Wenn ich sehe, die Transporter mit der Rindviecher, die dürfen durchfahren von Hessen nach Bayern und umgekehrt. Im Landkreis gibt es eine Weide, wo hessische und bayerische Tiere nebeneinander stehen, nur getrennt durch den Feldweg, passiert auch nichts. Und bei uns wird so ein Aufstand gemacht. Tja, wie sagt eine alte Bauernregel? Bist du eine Kuh und stehst du in Hesse, kannst du dir's nach Hause gehen, vergesse. Ja, und als Kuh sollte man immer einen Reisepass mit Lichtbild bei sich tragen. Genug Irrsinn für diese Woche. Jetzt geht's hier weiter mit dem Medienmagazin Zapp. Extra 3 gibt's wieder am nächsten Mittwoch. Vorher wie immer neulich im Bundestag von Jens Böttcher und Henry Sperling. Tschüss. Hallo, wir hören den Abgeordneten Atze Süßmappel zum Thema Lauschangriff auf das Schützenvereinshaus in Groß-Lüsewitz. Es gibt so viel Wichtigeres. Ihr wisst es wohl noch nicht, aber mein dressierter Laubfrosch Lochi ist gestern verschieden. Oh. Es war ein schrecklicher Unfall. Ist der Lochi wieder bei Rot über die Autobahn gegangen? Nein, meine Oma ist gestern beim Tischfußball-Torjubel auf ihn draufgetreten. Ich weiß, was du fühlst. Letzten Herbst ist meine Lieblingsräuchermakrele von mir gegangen. Ist deine Makrele etwa auch beim Sport verunglückt? Nein, ihre Dose war im Kühlschrank abgelaufen. Mein Lieblingskillerhai ist mir beim Haarewaschen.
in der Flugzeugtoilette an der Shampoo-Allergie verreckt. Wer von euch ist dafür, angesichts dieser humanitären Katastrophe heute noch nicht mehr ganz normal nicht weiterzumachen? So, lasst uns Abstrich feiern und die Seele des lieben Frosches der endlosen kosmischen Energie zuführen. Lorchi, ich komme! Sagt, Brüder, treffen wir uns in der Kirche oder in der Tränkhalle? Leider nein. Sämtliche staatlichen Froschbegräbnisse finden heute in der Besuchertoilette statt. Aber wieso nicht auf der Personaltoilette wie üblich? Nein, die ist leider immer noch mit dem Drahterdackel von Willy Brandt verstopft. Prima, dann machen wir mal für heute dicht und treffen uns nachher im Hobbykeller zum Flaschendrehen. Lautliste wird heute als erstes der Kollege Rösler gedreht.